Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Europa Universalis 4. Tja, der Rebel Yell ertönt nach wie vor über dem deutschen Orden, aber uns geht's trotzdem gut, würde ich mal behaupten. Ich bin auch drauf und dran, mir zu überlegen, jetzt dann doch nochmal ein paar strategischen Stellen, ein paar Festungen zu bauen. Aber dafür müssen wir erstmal die Kohle haben. Das dauert leider noch so ein klein wenig. Und demnächst werden wir jetzt hier in Danzig, so wie es aussieht, ein paar... Ja, demnächst, genau. Da ist das demnächst auch schon passiert. So, wir wandern darüber. Währenddessen der Trupp jetzt hier gerade eben schon mal trainiert. Wir haben auch noch hier eine weitere Fähigkeit, die gekauft werden kann. Wir haben ja schon den Religionszwangerlass uns geholt. Blockadeeinfluss, nochmal plus 1. Nee, das machen wir nicht. Kriegspunktkosten für andere Religionen wäre interessant. Oder Institutionsverbreitung wahrer Glaube. Ich nehme das tatsächlich, ja. Ich möchte tatsächlich mehr Institutionsverbreitung meines wahren Glaubens haben. So, ich hoffe, das funktioniert auch so. Tatsächlich ist es einer der Punkte, wo ich nur rate gerade eben in diesem Spiel. Trotz über 800 Spielstunden in diesem Spiel weiß man halt nicht immer unbedingt alles. Nee, warte mal. Ich weiß, dass da drüben jetzt auch gleich wieder was passieren wird. Deswegen marschieren wir da auch gleich schon mal rüber. So, Memel ist wieder katholisch. Das ist schön. So, dann gucken wir mal gerade eben. Oh, wir sind auch schon wieder bei über 500. Aber ihr seht, ne, dass hier ein paar Probleme lösen sich jetzt demnächst von selbst. Ich habe leider immer noch sehr viele Kulturen, die ich leider nicht anerkennen kann. Ich würde so gerne die Litauer anerkennen, definitiv. Denn die hätten es verdient, Teil unseres Reiches zu sein und sich quasi als Bürger zu fühlen. Aber damit muss ich jetzt mal momentan leben. Also, hier... Oh, nee, warte mal. Die stettinischen Nationalisten kommen früher. Okay, dann geh doch mal nochmal hier nach Marienburg zurück. Die Abschaffung der Regimente lassen wir mal. Oh, neue Technologie. Wir sind jetzt schon gleich auf spanischen Tercios, komischerweise. Ey, wisst ihr, ich fände das so geil. Ich hatte so eine Fantasie, wie man sich den deutschen Orden, also mit diesem Ritterkult, vorstellen müsste, wenn der nicht untergegangen wäre, sondern eine Nation geblieben wäre. Also wie die ausgesehen hätten. Wenn die sich nicht ins Preußische gemausert hätten, sondern wenn die auch so fließend in diese Zeit der Musketiere übergegangen wären und so weiter und so fort. Ne? Also so rein optisch, sage ich jetzt mal, wenn die so stur, konservativ quasi so, nee, wir bleiben wie wir sind, adaptieren aber die neue Technologie. Versteht ihr, was ich meine? Da kann doch eigentlich nur ein Anime-Held bei rauskommen. So rein von der Optik her, meine ich. So, okay, also, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Tercios zu haben. Ich denke, ich nehme aber eher die Freischützen, weil ich jetzt zurzeit dann doch eher derjenige bin, der gerne angreift. So, wir nehmen die Freischützen als offensive Variante. Und wir machen immer noch ganz gut Geld. Was bedeutet, dass wir demnächst eine Festung errichten können. Und dann können wir endlich weitermachen. Was muss ich eigentlich hier nochmal machen? Das haben wir schon geschafft. Mission erobert Polen abgeschlossen. Genau, beschäftigt einen militärischen Berater, der mindestens die Stufe 2 hat. Ja, das ist halt das Problem. Wir müssen jetzt halt Polen noch einmal angreifen und nochmal weitere 5 Gebiete hier unten uns einverleiben. Ihr seht, das ist eine ganze Menge, was wir uns da holen müssen. Aber das wird schon irgendwie hinhauen. Wo haben wir es denn? Widerstand gegen die Reformation. Bin dabei, immer noch die religiöse Einheit wiederherzustellen. Ist halt echt mies, ne? Ich brauche eine religiöse Einheit von 90%, aber es darf nichts davon protestantisch sein. Das ist difficult. Wo waren denn das mit den Festungen? Wo war das mit den Festungen? Meisterhafte Erbauer, hier, genau. Boah, ich habe halt nur 10 im Besitz, ne? Ich brauche mehr.
brauche mehr Festungen. Okay, jede Menge Staaten, aber guck mal, wir haben auch jede Menge Korruption, ne? Daran müssen wir uns auch mal orientieren. Will ich das, die Entwicklung bündeln? 6 Entwicklung wird vom Staat Zentralpolen abgeschöpft. Ja, komm, das machen wir. So, heute ausnahmsweise machen wir das. Das ist sehr schön. Ja, die Stettiner könnten jetzt auch mal sich ein bisschen beeilen. So, jetzt fehlt nur noch Garten. Unser Garten fehlt noch und Warschau. So, neue Möglichkeit, unsere Regierung zu reformieren. Göttliche Sache. Heilige Stätten schützen, Festungsverteidigung erhöhen, Klerus-Loyalitätsgewicht erhöhen. Wir könnten aber auch sagen, Häresie bekämpfen. Und ich glaube, das ist das, was wir nehmen werden. Heiden vertreiben, Entwicklungskosten, Kosten für Technologien einfach reduzieren. Nee, also wir bekämpfen natürlich die Häresie. So. Wir wollen natürlich noch offensiver bleiben. Jetzt haben wir halt das Problem. Ich glaube, dass ich jetzt demnächst das erste Mal Moskau angreifen werde. Aber erstmal müssen wir unsere Manpower wieder so ein bisschen nach oben schrauben. Wir machen ja jetzt schon über 536. Aber das reicht noch nicht so ganz. Oh, guck mal, jetzt haben wir richtig Kohle. Wir haben richtig, richtig Asche. Smolensk. Da ist schon alles drin. Da in Genesen, da kann ich noch was machen. Um noch ein bisschen Geld mehr zu verdienen. Ansonsten manpower-technisch kann ich ja nicht allzu viel tun. Nope, nope, nope. Aber ich brauche auch keine Regimentscamps gerade eben. In Marienburg würde ich halt durch eine ganze Einheit noch mehr hinzukommen. Was? Häresie? Ach nö. Sluk wird protestantisch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Sofort wieder zurückkonvertieren. So, die harsche Unterdrückung der Heretiker in unserem Land hat nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt. Statt Wiederherrschung der Ordnung und nationaler Einigung unter einem Glauben haben unsere Handlungen das Volk nur noch mehr verärgert und zu intensiver Aggression und Brutalität geführt. Das ist mir egal, dann hauen wir die halt. Dann hauen wir die halt. So sind wir drauf. Wir sind da knüppelhart, ich sag's euch. So, noch ein Staat gegründet. Und da ist eine weitere Konvertierung abgeschlossen. Gut, 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 gut. Jetzt muss ich gerade eben nochmal ganz kurz gucken. Warschau ist jetzt in diesem Moment auch fertig geworden. Ausgezeichnet. Und ist auch schon Teil eines Staates, der uns gehört. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Jetzt machen wir wahrscheinlich noch mehr Kohle. Wie viele Truppen kann ich jetzt haben? Nochmal 7 mehr. Das ist echt krass. Wie unsere Kampfbreite sagt ja eigentlich, dass wir noch mehr haben können, ne? Die Kampfbreite ist sage und schreibe 27. Wir haben aber gerade mal 20 Linieninfanteristen. Also eigentlich müsste ich hergehen und da nochmal ein bisschen mehr reinklabastern. Die trainieren ja noch wie blöde. Komm, ich mache daraus jetzt hier die Hauptarmee und ich meine, klar, später kommen noch Artillerien hinzu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich hau jetzt alle hier rein. So. Dann haben wir eine Hauptstreitkraft und eine Sekundärstreitkraft. Meine Korruption ist immer noch ein Problem. Vor allem wegen unausgeglichener Forschung. Ich muss echt jetzt mal bei der Forschung gegenhalten. Das ist ein Riesenproblem gerade eben. Eventuell muss ich jetzt einfach mal Kriege führen, um die Religionen wieder zu ändern. Ihr seid doch katholisch, ihr seid aber reformiert. Kann ich euch einfach den Krieg erklären, so als... nee, kann ich nicht.
Ich habe leider keinen Religionskriegsgrund gegen euch momentan. Außerdem wäre Österreich dabei, um sie zu verteidigen. Das wäre natürlich nicht so geil. Mhm. Wir haben sie zurückkonvertiert. Oh, ich kann einen Haufen Geld bekommen. Nice, das gefällt mir. Jetzt gucken wir mal gerade eben, wo ein guter Ort für eine Festung wäre. Ich denke eventuell hier. Wenn wir einen Krieg führen, wäre das ein Ort für eine gute Festung. So, wir bauen in Dörpt. Eine Dörpe-Festung. Dann wäre hier noch ein Ort für eine gute Festung. Und theoretisch hier. Jetzt ist es endlich passiert. Allerdings woanders, als ich erwartet hatte. So, möbelt sie. Die miesen kleinen Verräterlinge. Instandhaltung von Festungen. Ja, dann verliere ich halt ein bisschen Hingabe, was soll's. I don't care. Die Stettiner sind noch gar nicht rausgekommen, ne? Also gerade eben muss ich jetzt erstmal wieder ein, zwei Sachen regeln, bevor wir jetzt hier in die Offensive gehen können, wieder mal. Unterhalt für die Armee reduzieren, 10% finde ich ja immer noch ganz cool. Kann ich hier irgendetwas Sinnvolles tun? Wisst ihr, was ich machen könnte? Diese überschüssigen Punkte, wenn sie mal wieder überschüssig werden, damit die Forschung aufholen kann, einfach mal versenken in andere Dinge. Ne? Uns fehlt einfach hart Admin-Macht. Österreich gilt nicht mehr länger als Großmacht, aber wir sind eine. Das ist drollig. Das ist super drollig. Finde ich fantastisch. Das kostet uns halt übrigens auch aktuell eine ganze Menge Geld, ne, dagegen anzukämpfen. Boah, der da oben hat es ja auch nochmal ein Level-Up sich verdient. 32 hat der jetzt schon. Ich habe jetzt zwei Sterne-Generäle. So, okay. Ja, wobei, das wäre fast eine gute Stelle. Das hier ist eine bessere Stelle. Wir haben, glaube ich, hier gar keine Berge, oder? Ne, so rein strategisch ist das hier die bessere Stelle. Dann lasst uns nochmal hier eine Festung errichten. Kostet sogar nur 171 und nicht mal 200, by the way. Theoretisch könnte ich eine Festung aufgeben hier, aber ich möchte nicht. Ich sehe keinen Grund, warum ich hier Festungen aufgeben sollte. Ich könnte natürlich auch irgendwann mal anfangen, hier die dritte Stufe mir hier zu holen. Verteidigungsfähigkeit lokal, also de facto ist die Marienburg mega krass schwer einzunehmen. So, also marschieren wir darüber. Was sagt hier nochmal meine Truppenzahl? Ich kann nochmal eine Einheit mehr nehmen, das ist witzig. Dann geh mal zurück zur Marienburg und hol dir mal deinen 21. Soldaten. Und dann könnt ihr mal wieder twerken. Das habt ihr schon lange nicht mehr getan, ihr wisst schon gar nicht mehr, wie das geht. Das sehe ich doch an der Nasenspitze von euch. Aber da kommt auch schon wieder das nächste. Die sächsischen Nationalisten wollen demnächst jetzt hier schon wieder den Aufstand proben. Nein, mein Befehlshaber ist gestorben. No! Warum bekomme ich jetzt hier so einen Scheiß? Naja, okay, er ist gut in Belagern. So gesehen. Und man kann ihn sicherlich noch formen. Wie sieht's aus mit meinen Schiffen? Immer noch zwei drüber. Immer noch zwei darüber. In Warschau kann ich auch nochmal für ein bisschen mehr Handelseinfluss sorgen. Komm, das machen wir. Hier habe ich immerhin schon mal 29% und das leitet es dann halt quasi jetzt hier zu diesem Gebiet, hier zur Ostsee, wo ich abschöpfe. Ich muss halt dringend das hier eigentlich erobern, ne? Also das ist... Es gibt auch einen weiteren Grund, warum ich da angreifen sollte. Der ist rein wirtschaftlicher Natur. So. Toleranz, wahrer Glaube, plus 2. Papsteinfluss, jährlich Hingabe, plus 0,5. Ich will das halt durchziehen, um die Missionsstärke noch weiter hochzubekommen. I want to do this. I need to do this.
Das werden wir halt später aufholen müssen. Wir sind halt, wir haben halt ein krasses Ungleichgewicht. Ich weiß, Leute. Aber da müssen wir jetzt halt durch. Da müssen wir halt durch. Koste es, was es wolle. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier an einem Top-Punkt angekommen, was unsere Manpower angeht. Will ich eigentlich... Warte mal, ich habe jetzt hier jede Menge Gefallen bei Österreich jetzt schon. Österreich, du hast doch sicherlich... Ja, Rekruten brauche ich nicht unbedingt. Ich tausche mal gegen Vertrauen. Ich möchte, dass Österreich mir vertraut. Wir sind doch alle deutschsprachig hier, ne? Okay, bis auf die Ungarn, die du geholt hast. Und bis auf die Kroaten. Und aber du weißt, was ich meine. So, noch mehr Vertrauen. Österreich ist mit 65.000 Mann auch ziemlich gut dabei. Aber wir haben mehr, glaube ich, oder? Ich meine, wenn wir eine Großmacht sind und sie nicht, dann müssten wir doch eigentlich mehr haben. Wir haben 32 da oben und 26 da. Dann sind wir bei 50, 58. Ne, die haben mehr als wir. Wir sind die Großmacht. Oder sind wir nicht mehr die Großmacht? Jetzt kommt schon endlich ihr Sachsen. Bräulert schon endlich raus. Entschuldigung. Das ist das einzige Wort, was ich auf Sächsisch kenne. Was sagt eigentlich unsere... Boah, wir sind schon auf 91 gefallen. Das ist ja langsam aber sicher keine professionelle Armee mehr. Kriegsgrund gegen Nogai. Wir wurden beauftragt, bestimmte Provinzen zu erobern. Okay. Ja. Wir könnten die blaue Horde übrigens wegklatschen. Habe ich dann Kriegsgrund? Ja. Yeah. Indeed I have. Da würde aber auch keiner mitmachen. Aber egal, ich würde da unten ans Meer kommen. An die Krim. Das ist auch eine Idee, Leute. Aber erstmal muss ich mich um meine internen Probleme kümmern. Da ist es passiert. Es sind halt läppische 6000, ne? Okay. Kann ich eigentlich noch mehr um mich um Handel kümmern? Ja, in Smolensk. Also das sind halt einfach so Sachen, die sollte man machen. Bum, 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 bum. Da hat euch euer Zwei-Sterne-General echt nicht geholfen. Twerky twerk. Hat sich da eigentlich nochmal irgendwas getan? Es gab wieder einen Mann mehr. Lol, Roffel, Mau. Hier tut sich gerade eben auch nicht. Ich kann nur die Elite-Regimente abschaffen, aber das will ich ja nicht. Sind schon ein paar hier, die mich jetzt nerven, ich sag's euch. So, nächste Tech. Ermöglichen uns Kaufleute zu verleumden. Nicht schlecht. Dann sind wir hier halt in beiden Technologien halt wirklich meilenweit voraus. Und der Gedanke ist, ob ich hier nicht vielleicht investieren. Guck mal, es kostet uns nur 34. Ne, Quatsch, 92. Ich habe falsch geguckt. Ich habe falsch geguckt. Hier kostet 56 und hier 58. Vielleicht die Grundmannstärke irgendwo vielleicht erhöhen. In Königsberg vielleicht? Das ist 58, 52. 47 und 40 hier. Ja, ich guck mal, ne? Vielleicht verballere ich das auch wieder im nächsten Gefecht oder so. Wobei, ne, ich könnte schon einiges an Entwicklung reinballern, ne? Das wäre nicht das große Problem. Riga? Kostet 52, da könnte man ein bisschen was machen. Riga selber hat nicht so viel. Mal überlegen. Da ist immer noch, ja, der Falsche drin. Vielleicht machen wir einfach... Doch, wir machen das mal einmal, zweimal, dreimal, viermal. Dann ist das jetzt hier auch eine 5 geworden. Und hat mich immerhin nochmal um 1000 Mann nach oben gepustet. Finde ich ganz gut. Kann ich natürlich noch mehr Soldaten haben? Nein. Meine Herrschaft wird herausgefordert. Das ist aber unfair.
Gut, wir machen inzwischen eine Hingabe von 2,6 jährlich, ne? Das ist tippitoppi. 570 sind wir jetzt hier schon. Riga. Warte mal, ich muss mal gucken. Vilnius gibt es ja auch noch. Das ist nur 51. 1, 2, 3. Habe ich auch jetzt nochmal ein bisschen nach oben gepusht. Jawohl, das hat mir auch nochmal was eingebracht. Und zum Glück nicht nur Ärger. So, nochmal ein weiterer Soldat da rein. Der Adel erlangt mehr Einfluss. Das glauben aber auch nur die. Grundsteuer soll ich in Tuchel machen. Das kann ich ja total vergessen. Okay. Wir müssen hier durchmarschieren. Und denen ein bisschen wehtun. Haben wir uns gerade eben noch mal ein bisschen Kronland geholt, aber das war notwendig. Selbst wenn die das jetzt hier holen, das bringt denen gar nichts. Weil die Festung würde das ja auch wieder zurückholen. So, jetzt haben wir auch hier eine Festung. Und wie gesagt, wir brauchen noch eine weitere Festung. Meiner Meinung nach hier. Die ist jetzt auch fertig. Militärzugang von Genua. Sie haben Krieg gegen England. Okay. Dann sollen sie halt durchdürfen. Wer ist jetzt hier schon wieder dran? Die machen hier wieder Ärger. Okay, ihr nehmt jetzt die Truppe hier mit. Und geht mal nach Vilnius. Geschenk an den Staat. Oh ja, nice. Das heißt, ich kann jetzt diese Festung instant hier errichten. Dann haben wir wenigstens hier drüben ein paar strategische Festungen, ne? Und wir werden nicht permanent irgendwie immer wieder überrannt oder sowas. Das war schon immer ein bisschen ätzend. Ey, die Korruption nervt. Sie geht halt auch leider immer weiter hoch, statt dass sie runtergeht, weil wir halt eine unausgeglichene Dingenskirchens haben. Hm. Was ist, wenn ich die Korruption noch mal ein bisschen mehr bekämpfe? Wird es dann besser? Jetzt steigt sie immer noch. Jetzt sinkt sie endlich. Jetzt sinkt die Korruption endlich. Ich könnte mal gucken, ob ich noch irgendwie einen Korruptionsbekämpfer irgendwo herbekomme. Aber ich habe jetzt nur Missionsstärke. Handelseffizienz. Nee, da ist nichts möglich momentan. Militärreform. Heinrich der Siebte hat mit einer gründlichen Revision unserer Militärstruktur begonnen. Während man die Offiziere noch weiter aus dem Adel rekrutiert, werden Bauern und Städter in die Ränge eingezogen. Reguläre Drillroutinen werden eingeführt und eine mächtige Flotte aus Hunderten von Schlachtschiffen, Galeeren und anderen Fahrzeugen aufgestellt. Also, wir können 200 militärische Macht bekommen. 2% Armeeprofessionalität. Deutsche Orden hält Armeereform bis zum 26. November 56. Sind 10 Jahre. Gibt es nochmal 20% mehr Moral und 10% mehr weniger Kosten für Militär, oder? Die Flotte oder Armee und Flotte. Nee, wir gehen einfach auf die Armee. Das ist bei uns entscheidend. Die Armee ist es, die bei uns entscheidend ist, Freunde. Tja, dann habe ich lieber 8 Regimenter, die jetzt hier ausbrechen, als dass ich eine Stabi verliere, ganz im Ernst. So. Aber wir machen halt leider auch nicht mehr so viel Geld jetzt, ne? Das kommt jetzt halt ein bisschen dazu. Jetzt gehst du wieder zurück nach Vilnius. Toll, wir sind gierig. Das heißt, ich mache 10% weniger Steuereinnahmen, ey. Das ist ja jetzt mal der Abfuck, oder? Also, dass du halt immer nur negative Sachen bekommst von diesem Spiel. So, der Herrscher ist gierig. Nee, du kriegst nicht mehr Geld in die Staatskasse. Er plündert die Staatskasse. Ist schon klar.
Ja, damit hat sich das jetzt hier mit der Korruptionsbekämpfung fürs Erste weitgehend erledigt, weil wir einfach kein Geld haben dafür. Wir haben kein Geld dafür. Ich stehe jetzt hier vor einem wichtigen Scheideweg. Na, ganz im Ernst, ich will trotzdem das jetzt hier machen. Obwohl mir das andere eigentlich wichtiger erscheinen könnte, aber ich tue es trotzdem nicht. Es ärgert mich, es reicht anscheinend trotzdem nicht. Okay, kann ich hier irgendetwas tun? Korruption reduzieren jährlich, jawohl. Mehr Moral für die Armee, Herrscher segnen Prestige jährlich. Diplomatische Reputation, Hingabe jährlich, Beziehungen verbessern. Stabilität brauche ich nicht. Ich nehme nochmal einen Merkantilismus. Ja, jetzt sind wir halt bei 0,12, die es immer noch steigt. Das mit der Korruption ist gerade eben ein kleines Problemchen. Aber jetzt werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall die Tech machen. Auf jeden Fall. I swear. Wir hängen da halt ganz schön hinterher, ne, bei der administrativen. Das ist ein bisschen ein Problemchen auf Dauer. Wie viele Soldaten haben wir? 60 von 60. Oh, ich kann wieder was. Das Geile ist, wenn wir es können, dann geht's schnell. Da sind wir dann echt King darin jetzt hier gerade eben. Mit unserer Reformierungsgeschwindigkeit, beziehungsweise Konvertierungsgeschwindigkeit. Ja, das mit der Grundsteuer kann ich vergessen. Will ich noch das mit der Diplomacht machen? Nee, will ich nicht machen, weil dann verliere ich wieder Kronland, dass es knallt. Handelseffizienz reduzieren. Darlehen. Nee, ich will kein Darlehen. Freier Markt interessiert mich gerade auch nicht, die Bohne. Erzwungener interreligiöser Dialog. Nee. Kommando über das Militär will ich denen immer noch nicht geben, obwohl diese +1 Armee-Tradition mich schon echt anfixt. Bis sie einfach nochmal +1 haben. Ist schon geil. Monopol auf Viehbestand, Edelsteine. Rechte des Rates, erhöht das die Aufgebote. Dann haben die halt mehr Einfluss. Nochmal 8% mehr Rekrutenreserve. 10% wären 4000 Mann. Könnten fast 4000 Mann sein. Machen wir aber nicht. Und dann könnten wir, glaube ich, immer noch den Fanatismus ausweiten, ne? Hier könnten wir auch noch übrigens noch erzwungene Einheit des Glaubens machen. Komm, das machen wir. Zack. Haben wir nochmal 1% mehr. Können aber leider immer noch nichts damit machen. Smolensk. Oh, hier geht ja einiges. Da geht ja einiges, um Kohle zu scheffeln. Da ist die Revolte von Witwe Bolte, die ich nie wollte. Okay. Und abgefangen. Zack. Dann gehen wir wieder zurück nach Vilnius. Aber es kommen halt noch mehr, ne? Ich warte immer noch auf die da. In Garten. Die wollen meinen Garten verwüsten. Kann dieses religiöse Chaos demnächst mal enden? Es sind doch 1000 Tage. 3 Jahre. Bevorzugungen in Marienburg. Ich möchte jetzt gerade nicht noch mehr Prestige verlieren. Wenn es nicht sein muss. Korrupte Berater. Toll. Jetzt geht's halt mit der Korruption los, ne? Deutscher Orden mag vielleicht von Korruption geplagt sein, doch wir versuchen zumindest sicherzustellen, dass jene, die vom Hochmeister am nächsten stehen, vertrauenswürdig sind. Dies scheint misslungen zu sein, da einer der Berater von Heinrich dem 7. Adam von Ungern Sternberg
kürzlich dabei erwischt wurde, wie er große Summen Bestechungsgelder von einflussreichen Leuten annahm. Ja, toll. Damit er die Regierung so berät, dass die Interessen dieser Leute gefördert werden. Wie sollen wir auf solch einen Verrat reagieren? Tja, der Inquisitor stirbt. Wir verlieren Admin-Macht oder wir verlieren noch mehr Admin-Macht. Wow! Er wird hingerichtet. So, das ist jetzt natürlich jetzt doof, weil jetzt fehlt der uns hier halt. Jetzt haben wir gerade eben nochmal ein bisschen Missionsstärke dadurch verloren. Oh, aber wir bekommen wieder einen, das ist schön. Dann bin ich hier zufrieden. Also der Hochmeister Heinrich der Siebte ist echt nicht gut für uns, Freunde. Der ist echt nicht gut. Wieder mal das nervige Gerücht. Ja, dann verlieren wir halt mal wieder ein bisschen Prestige. Was bekommen wir in Kiew? Ich würde sagen, in Kiew bekommen wir Grundmannstärke. Okay, Freunde, wir sind mal wieder an dem Punkt, an dem wir leider beenden müssen. Oh, guck mal, da geht nochmal eine Truppe mehr. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Wenn wir hoffentlich die Korruption irgendwann in den Griff bekommen, ne? Tschüss und Ade.